Das Problem zu beleuchten ist das eine, da muss man schon einmal mutig sein, um hinzuschauen. Das Problem dann anzunehmen, muss man nicht nur mutig sein, sondern auch ein bisschen lustig, weil es dann leichter wird. Und sich dem Problem dann wirklich zu stellen, also auf die Fehlersuche zu gehen, das ist dann schon schwierig. Wir schieben oft Dinge vor uns weg. Wir schieben irgendwas vorne hin, damit wir es nicht sehen. Und oft ist es auch wirklich ein schmerzhafter Prozess, wenn du ein Problem hast, das du vielleicht schon so lange mit dir herumschleppst und in Wirklichkeit weißt du auch vielleicht schon, woran es liegt, aber hast vielleicht Angst davor zu versagen oder dass du es vielleicht nicht schaffen kannst oder vielleicht auch vor der Veränderung. Weil wenn sich etwas ändert, also wenn man zum Beispiel eine Entscheidung trifft zwischen zwei Dingen, neues Leben, altes Leben, ja, dann muss man sich von etwas scheiden, also von etwas trennen. Damit haben viele Menschen ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Deswegen ist auch der Punkt 3, die Fehlersuche. Da muss man so ehrlich zu sich selber sein und das würde ich dir auch empfehlen. Wie in der Steiermark oder ich besonders, sage einfach scheiß der Hund drauf, ich schaue mir das jetzt einfach an. Und das würde ich dir in dem Fall empfehlen, die Fehler zu suchen. Liegt es an meiner Ernährung? Liegt es an meiner Bewegung? Liegt es an der fehlenden Entspannung? Liegt es an der Familie, am Job? Ja, Beispiel. Du hast Kopfschmerzen oder du hast irgendwelche, ja, vielleicht schlechte Laune und es liegt an deinem Job. Nehmen wir mal an, ja, das ist der Fehler. Und jetzt ist es vielleicht so, dass du auf deinen Job angewiesen bist. Das kann ganz schön Angst machen, weil wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich etwas brauche und mich das aber irgendwie, ja, in meinem schlechten oder unangenehmen Leben drinnen lässt, dann ist das echt tragisch. Aber ich sag dir eins, wie ich hier sitze, es gibt zu jedem Problem eine Lösung und zu jeder Situation eine mögliche Änderung. Und wenn es nur hier drinnen das Mindset betrifft, wenn du dann an deinen Job anders herangehst, wenn du mit deinen nervigen Kollegen anders umgehst, wenn du für dich innen drinnen eine Balance hast, die dich dann vielleicht nicht so aus der Bahn wirft, wodurch wiederum dein Problem, was auch immer es sein mag, gelöst wird. Also du siehst, es hängt sehr, sehr viel mit dem hier drinnen, ja, wie du über deine ganze Situation denkst, zusammen. Und es gehört auch ganz, ganz viel Mut und ganz viel Ehrlichkeit zu sich selber dazu, sich seinem Problem zu stellen. Und ich bin sehr stolz auf dich, dass du das jetzt hier tust. Und du kriegst jetzt meine Energie, damit es dir noch leichter fällt. Wir gehen jetzt an die Oberfläche, also die Fehlersuche, weil wenn jetzt die Ernährung zum Beispiel der Fehler ist, sagen wir, du isst immer Fastfood und das macht dich dick, das wäre ein banales Beispiel, ja, dann geht es dann im nächsten Schritt in die Tiefe. Also warum isst du das Fastfood? Warum kommst du immer an den Fastfood-Läden nicht vorbei? Oder, ja. Also Fehlersuche ist mal diese oberflächliche Überprüfung, okay, an was liegt's? Und das kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Einflussfaktoren haben. Das kann sowohl der Sport als auch die Ernährung als auch die Entspannung sein. Das darf sein, das ist auch okay. Es gibt viele verschiedene Schrauben, an denen du drehen kannst. Und mit der Fehlersuche suchen wir sozusagen diese Schrauben raus. Was ist das, was dich am meisten weiterbringt? Und im nächsten Schritt werden wir dann schauen, was ist die Hauptschraube? Was kann man als erstes drehen? Was ist dein erstes Change Now zu deinem Problemlöser? Also viel Spaß bei der Fehlersuche. Wie immer, mach ein bisschen mit Komik, mit Humor. Nimm dich vielleicht selber auf den Arm. Das macht's, also zumindest mir macht's das leichter. Also viel Spaß.